Hallo und herzlich willkommen zu Dredge. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Nachdem jetzt die letzte Folge relativ verwirrend war, unser erster Tod, direkt noch nicht mal eine Woche hier auf den Inseln, sind wir schon gestorben, sind untergegangen, weil uns ein Anglerfisch getarnt als Schifferboot durch die Bucht getrieben hat. Und wir direkt beim Leuchtturm gelandet sind, wo wir, glaube ich, auch schon im Intro gelandet sind und an derselben Stelle mit unserem Schiff untergegangen sind. Ja, jetzt sind wir aber bei Samstag, Tag Nummer 6, 6 Uhr morgens. Wir haben hier gestern Nacht noch eine Architektin kennengelernt. Sie möchte ein paar Materialien, weil sie von hier weg möchte und sich auf einer einsamen Insel wahrscheinlich, Stahlspitz heißt die, ein eigenes Haus bauen möchte. Das wäre so eine Aufgabe zum Beispiel von uns. Genau hier, Bauholz und Schrott. Dann möchte der Fischhändler immer noch die Winkerkrabbe, eine Strandkrabbe haben wir ihm schon gebracht. Und wir sollen diese Relikte suchen. Und den Schlüssel, den haben wir gestern, nachdem wir halt unser Spielstand neu laden mussten nach dem Tod, haben wir es aber besser gemacht und diesen Schlüssel bereits gefunden. Und den werden wir jetzt zu diesem seltsamen Sammler bringen. Das ist heute unsere Aufgabe, die wir als allererstes angehen. Den Schlüssel können wir hier im Lager lassen, weil wir haben auf der Insel, wo dieser Sammler ist, auch ein Lager. Also legen wir einmal ab. Wir nehmen unterwegs auf dem Weg zum Sammler dann auch Fische mit, weil die können wir dann auch wieder ins Lager packen. Genau. So. Ihr seht schon, der Platz wird durch die ganze Ausrüstung hier auch immer geringer. Dass wir da langsam wirklich... geschafft. Gut, eine Trophäe gefangen. Dass wir uns wirklich ranmachen müssen, auch diese Materialien aus dem Wasser zu ziehen. Oh, da ist Glitzer. Da gibt es wieder eine Anomalie. Und die sollten wir, denke ich mal, auf jeden Fall auch aufdecken. So, das war aber noch keiner. Es ist noch ein ganz normaler Fisch. Und wir haben ein Buch fertig gelesen. Da gucken wir auch gleich mal. Jetzt war ich unkonzentriert wieder hier. So, und da ist diese Anomalie. Das gucken wir uns aber als erstes an, was wir da jetzt haben. Vieläugige Makrele mit Augäpfeln, gespickte Kiemenplatten. Überflüssig, aber dennoch manisch in Bewegung. Alle Augen starren durch dich hindurch. Gut, das ist die Anomalie von der blauen Makrele. Da haben wir jetzt eine von drei gefunden. Gut, dann ist da hinten irgendwo ein Unwetter. Aber hier liegt Schrott, was wir jetzt mit unserer Dredging-Ausrüstung aus dem Meer holen können. Das wäre Holz. Das Holz brauchen wir für die Architektin. Darum nehmen wir das auf jeden Fall mit. Da ist sogar noch mehr. Oh je, scheint Gewitter aufzuziehen. So, oh Moment. Das war's. Mehr Holz kriegen wir hier nicht raus. So, dann gehen wir hier weiter Richtung Insel. Schwarzfelsinsel. Und zu diesem äußerst seltsamen Sammler. Und dann bringen wir ihm jetzt den Schlüssel. So, und anlegen. So, als erstes müssen wir jetzt zum Lager. Dann haben wir hier unten das Holz. Hier haben wir den Schlüssel. Den braucht der Sammler jetzt gleich. Und hier haben wir unsere Fische. Die packen wir jetzt ins Lager. Und verkaufen die dann nachher beim Fischhändler. So. Okay, auf zum Sammler. Du betrittst das Haus des Sammlers. Er steht im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silbern-purpurne Buch in Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun,
Du hast doch etwas für mich, oder? Zeig es mir! Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gern helfen. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Okay. Ein Blitzlicht blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Ey, was hast du mit uns gemacht? Fähigkeit freigeschaltet, Eile. Enorme Geschwindigkeit und irgendwas mit Panik. Geh nun! Wir müssen noch mehr Relikte finden. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich markiere dir eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Ja, die Eile, die ich gerade bekommen habe. Die Eile-Formel ist grausam und wirkt instantan, Entschuldigung. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt, deine Motoren werden dabei extremen Belastungen ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gerne mehr erfahren würdest? Nein, andere kenne ich noch nicht. Wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich wusste, ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich bemerkte, dass dieser Insel eine besondere Kraft innewohnt. Diese dunklen Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe erstrecken. Noch etwas? Weißt du, wem diese Relikte gehören? Ja. Wem? Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern in seinen Augen. Einem alten Freund. Noch etwas? Na, ich breche dann auf. So. Wir haben erstmal dieses Buch zu Ende gelesen. Routen, Rollen und Leinen. Jetzt können Angelrouten 10% effektiver Fische einholen. Unkomplizierte Techniken, um seine Angelausrüstung effektiver nutzen zu können. Allerdings war nur wenig Neues dabei. Ja, aber immerhin. So, jetzt lesen wir dieses Buch hier weiter. Korrekte Motorenbedienung. So. Und wir sollen jetzt hier hin. Das hier ist ja Stahlspitz, wo die Architektin hin möchte. Und wir sollen jetzt hier zu den Sturmklippen, wo irgendetwas sein will, was der Sammler da haben möchte. Da sollen wir anfangen mit einer Suche. Genau, Mission, hat sich da irgendetwas getan? Ich habe den Schlüssel gefunden und ihn dem Sammler gebracht. Genau, bei den Sturmklippen ist dann eine Musiktruhe, die wir finden sollen. Okay. Gut. Dann werden wir jetzt hier erstmal wieder abdüsen. Eile erhöht die Geschwindigkeit deiner Motoren, lässt aber auch Panik und Motorentemperatur steigen. Wähle Eile mit E aus. Ah, okay. Hier ist Eile. Treib deine Motoren zur Höchstleistung an. Vorsicht vor Überhitzung. Aha. Oh, warte mal, warte mal. Wir müssen ein bisschen raus. Dankeschön. So. Ja, ich mache aber erstmal das Licht an, bevor wir hier Eile benutzen, weil es wird gleich wieder dunkel. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir noch mal kurz bei Kleinmark ranfahren.
wenn uns die Geräusche lassen. Aber wir haben ja jetzt Eile. So, und los. Alles klar, da unten wird uns angezeigt, wann wir überhitzt sind und wir kriegen Panik. Darum sehen wir rot. Okay, bei Kleinmark möchte ich auch mal gucken. Da war ja dieser eine Dorfbewohner, dem wir dieses eine Päckchen da gebracht hatten in einer Folge. Und der Händler, vielleicht können die uns auch noch was erzählen. Wir sollten ja noch nach Schiffsteilen fragen. Das haben wir hier noch gar nicht gemacht. Genau, der Dockarbeiter. Jetzt haben wir auch noch einen trauernden Vater. Ich gehe aber zuerst mal zum Händler. Er hat nichts mit uns zu besprechen. Okay, dann fragen wir erstmal den Dockarbeiter. Wie läuft dein Tag so? Weißt du etwas über seltsame Vorfälle? Vor ein paar Jahren habe ich in der Kneipe eine Geschichte gehört. Klang ziemlich haarsträubend. Vor etwa 20 Jahren soll ein Fischer aus der Gegend eine verschlossene Truhe vom Meeresgrund geborgen haben. Sie hebelten sie auf und nahmen sich, was darin war. In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf. Und seither hüllt er das Meer jede Nacht ein. Was in dieser verfluchten Truhe war, weiß niemand. Aber alle, die hineingesehen haben, wurden verrückt oder Schlimmeres. Truhe und Mannschaft sind daraufhin spurlos verschwunden. Doch der Nebel blieb. Verrückt, was? Was kann ich noch für dich tun? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Ein paar haben... Moment. Also Huts, Husten, Kratzen, kratzender Hals und Stimme verstellen. Böse. Ein paar haben sich um den örtlichen Teil der Insel gewagt. Die dürften jetzt alle auf dem Grund des Meeres vor sich hinrotten. Die Boote dieser armen Seelen zerschellen im Nebel an den Felsen. Dort gibt es einen toten Winkel, von dem man aus dem Leuchtturm nicht mehr sehen kann. Was kann ich noch für dich tun? Übernimmst du auch Lieferungen zur Schwarzfelsinsel? Also dahin, wo dieser komische Sammler wohnt? Diese alten Ruinen? Das bezweifle ich. Mal sehen. Er blättert durch ein großes Buch. Es scheint eine Liste mit Ladungsverzeichnungen zu sein. Hab ich mir gedacht. Gibt nicht mal eine Lieferadresse, soweit ich weiß, lebt dort niemand. Okay, also mehr kannst du jetzt wirklich nicht für uns tun. Dann reden wir jetzt mit diesem trauernden Vater. Hallo, alles in Ordnung? Weißt du etwas über Schiffswracks in der Gegend? Nun, also, mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo da draußen in einem dieser Wracks, ganz allein im eisigen Wasser. Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt, mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest mit einem Andenken an ihn, könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine bronzene Gürtelschnalle mit einem speziellen Gravur. Ich würde sie wohl überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stünde ich in tiefer Schuld bei dir. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen? Weißt du etwas über seltsame Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür. Ich bekomme also nie viel mit. Aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brüllte herum und warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Flehte jeden an, heulte es in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen? Ich sollte besser gehen. Okay, wir haben jetzt hier... da wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo der Sohn von ihm gesunken ist.
verschollen auf See. Ich habe in Kleinmark einen Mann getroffen, der seinen Sohn vor einigen Jahren bei einem Schiffbruch verloren hat. Er sagt, man habe die Leiche nie gefunden. Er hat mich gebeten, nach seinen persönlichen Sachen zu suchen und erwähnte eine Gürtelschnalle. Ich werde die Wracks rund um die Insel absuchen. Ich muss die Schiffswracks nach einer Gürtelschnalle durchsuchen. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alles erledigt auf der Insel, ne? Wir sind jetzt aber auch schon, also jetzt um diese Uhrzeit fahre ich hier nicht mehr um die Insel rum. Wir werden jetzt höchstens noch ein paar Fische mit einsammeln und dann nach Hause fahren. So, da beim Fischen vergeht ja auch immer... Ach, jetzt sind die Fische, genau um 18 Uhr scheinen die Tagesfische zu verschwinden. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich die nicht rausangeln kann. Naja, dann schnappe ich mich... Hier ist wieder so ein Wind. Okay, er führt uns hier zu diesem Punkt da vorne. Naja, dann gehen wir hier Fische rausholen. So, dann kriegen wir eine Anomalie wahrscheinlich wieder. Und da ist sie auch schon. Wir haben elektrischer Zackenbarsch. Eine mysteriöse grüne Energieschicht überzieht knisternd die Schuppen dieses Fischs. Er zappelt noch stundenlang weiter, nachdem man ihn aus dem Wasser geholt hat. Das muss ja auch unangenehm sein, als Fisch elektrisch geladen im Wasser zu sein. Und dann haben wir hier von ihm auch schon eine Anomalie gefunden. Aber wir angeln hier natürlich noch weiter, wir haben ja Platz. Aber mehr gibt es hier nicht. Ich hatte aber gerade hier beim Vorbeifahren noch gesehen. Bitte kein Anglerfisch. Okay, er antwortet nicht. Er hat uns nicht bemerkt. So, hier war irgendwo... Hatte ich doch hier gerade noch so... Zeug gesehen. Ja, ich glaube, das ist für uns dafür jetzt zu dunkel. Naja, dann machen wir das bei Tageslicht. Dann schnappen wir uns hier diese Fische noch mit. Kalmare sind hier wieder. Aber auch nur einer, okay. Brauchten wir? Nee, das war die Krabbe, die wir noch brauchen, ne? Dann gucken wir mal im Krabbennetz nach, was da so drin ist. Ah, da seht ihr, der da, der will uns wieder anlocken. Ja, und wir haben diese Winkerkrabbe gefunden. Und dieser Krabbenkorb ist noch einen Tag einsetzbar. Die Winkerkrabbe. Eine normal große Krabbe mit einer irrwitzig großen Schere. Sie kann damit sehr fest zwicken, doch das Ärmchen ist zerbrechlich und kann leicht abgeknipst werden. Gut, dann haben wir jetzt diese eine Aufgabe für den Fischhändler. Für den Fischhändler auch erledigt. Und wir bleiben auf alle Fälle heute zu Hause. Ich fahre hier nachts nicht nochmal raus. Oh, die Leuchtturmwärterin. Die Leuchtturmwärterin kommt aus dem dunklen Wald der Stadt Die Leuchtturmwärterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Oh, du bist es. Wen hast du denn erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid. Ich habe dein Boot mit dem eines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Können wir mit ihr reden? Was willst du? Was hat das mit dem Nebel hier auf sich? Das weiß niemand. Er hat sich verändert. Er bleibt jetzt bis zum Morgen. Früher schien ihm dafür die Kraft gefehlt zu haben.
Selbst in der Mittagssonne verweilt er als eine im Schatten lauernde Bosheit, die auf die Dunkelheit wartet. Sie sieht hinauf zum Leuchtturm. Wenn dieses Licht jemals erlischt, dann gnade uns Gott. Okay, ich sollte gehen. Ja, dann gehen wir einmal zum Fischhändler und geben ihm die Krabbe. Damit haben wir dann diese Aufgabe hier erledigt. Der Fischhändler wickelt die Krabbe ein und gibt dir ein wenig Geld. Die sollten reichen. Schön, dass du mir den alten Korb dass du mit dem alten Korb etwas anfangen konntest. Du kannst ja auch noch mehr davon kaufen oder beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du, was mit einem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Man wird verrückt. Nun, wahrscheinlich. Aber ich will sicher sein. Bring mir einen mutierten Fisch. Irgendeinen, aber es muss unter uns bleiben. Konntest du einen dieser Mutanten fangen? Ja. Vergiss nicht, jeder dieser anormalen Fische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztlich alle gleich. Hier, ich gebe dir den elektrischen. Der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen. Er presst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Ja, der sollte sich gut eignen. Hier, dein Lohn. Und warum nimmst du die nicht auch gleich? Für mich sind sie ohne Nutzen. Okay, er gibt uns direkt 2 Forschungsteile. Hörst du das? Es klingt wie leises Gewisper. Du lauschst. Stille. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkaufe was Nötiges und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt! Okay. Wir verkaufen dir erstmal hier den ganzen Fisch. Im Lager hatten wir auch noch welche. Auch sogar noch eine Anomalie. Hier, bitteschön, die magst du ja so. Ich gehe. Tschüss. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. Okay, kommen wir jetzt bei ihm nicht mehr rein? Die Tür des Fischhändlers ist von innen verriegelt. Das sieht so aus, dass wir mal den Bürgermeister aufsuchen sollten. Können wir mit ihm drüber reden? Nein, er möchte uns nur über die Gegend erzählen, aber... Wir können ihn jetzt über die Sturmklippen fragen, weil da sollten wir ja auch hin als nächstes. Weißt du etwas über die Sturmklippen? Also, der wichtigste Hafen dort heißt Unfell. Du findest ihn, wenn du direkt auf die Klippen zufährst. Man kann ihn nicht verfehlen. Ist eine Walfängerstadt, aber ich weiß kaum etwas darüber. Es sind wohl ziemlich viele Leute von dort weggegangen. Gibt es noch eine Gegend, über die du mehr wissen willst? Nein, über die anderen noch nicht. Dankeschön. Wir gehen dann wieder. mit der Architektin. Ach, mit ihr können wir auch noch ein bisschen reden. Was willst du? Was sollte ich noch mal tun? Bringe 2 Einheiten Bauholz und 2 Einheiten Schrott nach Stahlspitz. Eine Insel nicht weit nördlich von hier. Ich will mir dort ein Heim schaffen. Noch etwas? Warum willst du weg? Ja, hier gibt es zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Ich will das nicht länger ertragen. Es ist schwierig, darüber zu sprechen. Du weißt doch, wie das so ist. Es ist einem nicht gut, in der Vergangenheit zu verweilen.
Noch etwas? Was weißt du über die Gegend? Großmark? Nun, das war einmal ein blühendes Gemeinwesen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es gab immer genug zu tun für mich und meine Leute. Jeden Monat wurden neue Häuser und Geschäfte gebaut. Wir haben gut verdient. Ich weiß auch nicht, was dann passiert ist. Die Blase ist wohl geplatzt. Ich kenne mich da nicht so aus. Die Menschen begannen wegzugehen. Meine Leute blieben. Ich blieb. Noch etwas? Ich sollte mich jetzt besser beeilen. Okay, für die Architekten haben wir ja bereits schon unser Lager. Die zwei Holzstücke, aber wir brauchen noch zwei Metallteile. Jetzt haben wir hier aber unsere Forschungsteile. Das heißt, wir können jetzt unser Vorhaben mal angehen, diese Angel hier zu erforschen. Das werden wir direkt einmal machen. So. Und jetzt verkauft uns, im Handel wird uns jetzt diese Fischangel verkauft. Ich denke, bei der Schiffsbauerin. Ein einziger unglücklicher Zusammenstoß und der Motor ist hin. Und du willst da draußen nicht ohne Motoren hocken, wenn der Nebel aufzieht. So, hier ist die neue Angel. Das heißt, wir könnten die uns jetzt einbauen lassen. Das dauert 3 Stunden. Und diese beiden Angeln könnten wir verkaufen. Das werden wir dann auch direkt machen. Sie kostet... Ja, das Geld haben wir dafür. Okay, Angel verkaufen. Angel verkaufen. Und die bauen wir jetzt ein. So, jetzt haben wir hier erstens wieder ein bisschen mehr Platz. Und zweitens können wir hier jetzt auch noch etwas hinbauen. Die Dinge, die hier drin sind, die brauchen wir natürlich nicht, weil dafür haben wir jetzt diese Angel. Am Motor gibt es nichts Neues, hier gibt es auch nichts. Oh, hier gibt es jetzt neue Lichter, Halogenscheinwerfer. Einfacher, aber einigermaßen heller Scheinwerfer. Seine große Reichweite ist ideal, um nachts Gefahren zu entdecken. Er hätte 1800 Lumen und reicht 25 Meter. Die können wir aber noch nicht einbauen, weil die braucht 2 Plätze und wir haben nur 1 Platz frei. Gut, das war's dann. Reparieren brauchen wir nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir haben auch schon wieder 2 Uhr nachts. Wir räumen das Lager noch mal ein bisschen auf. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als schlafen zu gehen. Das war heute die Folge von Dredge. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge viel Spaß.